Nach 110er ist nicht so meine Stärke. Da fühle ich mich nie wohl drin, ehrlich gesagt. Also da bitte irgendjemand anders übernehmen. Du. Wie du? Bist du noch hier? Dui, wir erstellen auf demselben Platz. Nehmt ihr Aufstellung? Nee, Vigo Ui, das ist ist nicht gefährlich. da. Da ist gerade vor mir eine 109 gespawnt. Okay. Vorsicht, wir haben Ui. starken Seitenwind. Ja, Vorsicht, da fliegt jetzt auch eine 109 auf der linken Seite Ja, des passt mal auf. Windsacks. Die spawnen nämlich links und rechts vom Runway direkt rein. Können Und die eben. ersten 110er noch ein bisschen vorholen? Können Wir schon, haben aber verrollen, starken ne? Seitenwind von links. Wenn ihr auf den Windsack schaut. DC-7 Light. So, Ja. die Nummer 2 hier in der Reihe soll doch mal vorrollen. Die weiße 5. Das bin ich, ja. Ich roll vor, okay. Wer ist denn die vorderste Maschine jetzt? Ich glaube, es müsste ich sein, gelbe 4. Gelbes Ding. Und vor mir steht keiner mehr. Ah, die weiße 5, das ist Falkenberg, oder? Da muss ich mich noch umgewöhnen. Holt noch bitte die vorderen ruhig ein bisschen vor hier. Hinten Oh, ist mitten in die Sonne kein hier, das Platz. gibt's ja nicht. Ruhig Das ist noch so eklig. 20 Meter. Boah. Denkt alle an die Kühler übrigens. Achtung, 109, die gerade auf Startbahn fährt. Ein bisschen weiter, bitte. Ich roll jetzt vorwärts. Der, die fährt, glaube ich, nicht. Ach, da links Haut die vorne stand auch Notleistung noch rein, ja. Oh, Balthasar, jo. Jetzt, ich dreh mal auf. Dann ab geht's. Juhu. Oh, Stärkerer Wind von oh. rechts. Oh, Er dreht warte mal. Oh, gerade. meine Pedale sind gerade ausgefallen. Okay. Ich roll mal zur Seite. Ja, ich dreh mal über links. 18, Was 18. fliegt denn da auf 7 Uhr rum? Kannst du die linke Maschine, kannst du mal jetzt starten, dann gehe ich Ja, an der Seite komm raus. Solo. Ja. Rakete. Scheiße, jetzt stehst du so lange rum in der Fläche raus. Freiheit, Rakete. Du hier Solo? Ja. Tüte Rakete. Kriegen die Sonne wieder. Ja, die Sonne Ach, ist auch echt gekommen. nervig. Ketzrakete. So, ich mach doch auch noch eine Platzrunde zum Sammeln. Solo. Bin der Rolf gegangen. Ja. Kriegst du das hin, Falkenberg? Eine Platzrunde ja, Zeit hat er. Tüle Solo. Feier Solo. Wer führt denn jetzt hier die 100? Wer will denn die anführen dann? Ja, dann mach ich das. Kein Problem. Kai, ich bin der Rolf gegangen, wo fliegst du gerade? Was sollte eigentlich hinfliegen? Nein. War schön hier mit der Winterlandschaft. Ja, sieht gut aus, ne? Ich bin in einer weiten Rolf um den Platz herum. Kannst du mit ihm auch feuern? Also, schon, gell? Mit dem MG? Ja, wunderbar. Fliegt er schon ab? Ich mach mal einen zweiten Schwarm auf. Quatschst du zu, wie Ist du? Euch alles klar? Ja, ich. Ihr hört mich wahrscheinlich nicht, ich habe euch leider nicht ins Whispern Nein, mit hineingenommen. Nein, ich dann nicht. Ja, genau, ich hatte ihn jetzt gerade auch angequatscht, hätte aber dann hätte ich das auch machen sollen. Oh, ich mache mal Querfeld an, Rakete. Telefon! Also, ich quatsche zu Balthasar, falls ihr da Infos braucht. Die 109er kreuzen uns da brutal. Das waren sie aber extra, haben sie gerade eben schon. Victor. Ich habe gesagt, wir werden nur Dorf eine stützen, Bomben, nicht dann sofort fliegen, über nur links herausziehen, über dem Ziel, sitzen. Sobald wir geworfen Sonst haben, und gibt's einen dann direkt Kurs Octeville ansteuern. Also alles raus im Ostanflug. Das heißt, nach dem Abwerfen bitte über Lisa Kurs 060.
Ja. Ich sehe dich nicht. Bist du langsam wieder? Ja, ich komme auf eurer 7 Uhr heran. Langsam, aber doch. Wir müssten bald dann aber über Lisa wirklich aufs Ziel eindrehen, ja. Wirklich. Wie teilen wir uns dann auf, Karaya? Schwamm 1? Ich würde sagen, erster Schwamm rechts, die rechte Seite des Runways, weil wir eh vorne dran sind. Etwas vor dem Rest. Und der zweite Schwamm nimmt sich die linke Seite. Wirkt. Und habt ihr gehört, wir beide Bomben raus. Bomben, ja. Mäh. Bomben, mäh. Bomben, mäh. Da tue ich überhole. Sehr schön, wenn du willst, können wir schon langsam, oder? Wenn du schaust auf den neuen, dürfte der Platz jetzt sein. Victor, gehen wir über Lisa. Und zweiter Schwamm über Lisa. Ich kann es ja den Jäger nochmal sagen, aber wir haben es schon gesehen. Bitte nicht zu schnell, Karai, dass wir müssen zusammen. Gut, Propellerautomatik rein und andrücken. Propellerautomatik rein. Karai, du musst langsamer werden, weil wenn die Bomben hochgehen, dann fliegen die anderen drei. Ja, ja. Warte, da sind wir fünf. Ja, ich meine, wir sind ja eh aufgeteilt in zwei Schwärme und ja. Glaubt nicht, dass wir 14 Sekunden brauchen, bis wir alle durch sind. Kurze Nachfrage, ganz links an dem Flugplatz im Gebäude. Die sind egal, glaube ich. Das sind nur irgendwelche Stellungen, glaube ich. Muss man, nur, soweit ich weiß, nur direkt an der linken Seite der Landebahn. Da sind Flugzeuge und Gebäude poppen dann auf. Ja, wir versuchen es mal. Nicht zu schnell, genau, bei mir rüttelt es schon. Ja, die schafft fast 700. Na, ich habe mir vorgestern was abgerissen. Schmeißt jemand auf den ersten Hangar oder? Ja, nicht, dass wir da alle drauf schmeißen, rechts. Ja, auf den schmeiß ich jetzt. Okay, dann schmeiß ich auf die kleinen. Da sind die Gebäude. Achtung, zweiter Schwarm bereit machen. Flak hat mir einen Treffer verpasst, aber ich fliege noch. Bomben weg. Ich wollte nicht so raus. Mach doch wieder mal. Direkt über Lisa raus. Spitfire 6 Uhr. Ja. Spitfire 6 Uhr. Zieht mal bitte direkt über Lisa raus Richtung 060. Ja, ich häng dran. Bomben gegen hoch rechts. Ja, oh, mein Kanal schießt. Oh, sehr schön. Ja, Kriege weitere Bomben 6 Uhr gemeldet. Ich sehe derweil noch keinen Feindflieger direkt dran. Die könnte unten am Boden gestanden haben. Ja, ich denke auch. Ich sehe hier über Flugfeld nichts in der Luft außer 109 und 110er. Gunner schießt. Spitfire 7 Oberhalb. Jo. Gunner schießt. Gunner geht. Schwan. Lass es den Jägern, Karai, was machst du? Wir müssen hier raus. Achtung, du wirst beschossen. Flügel ab. Schöner Flügel ab. Gib doch Bescheid bei sowas. Karai, was machst du? Ja, wieso? Der ist doch direkt vor der Nase. 109, Spitfire. Ich hab 6, Victor. Oder nee, siehst du was? Dui, du hast keine 6. Nach links und eine Hurricane auf der rechten Flanke fliegt mal geradeaus weit. Es hat, glaube ich, derzeit keiner direkte 6 Uhr. Na, die ist nach links weggezogen, die eine, die da. Gunner geht. Christel, ist da was oder fließt da ein paar wir haben eine Hurricane. Wir haben eine Hurricane, die auf unserer 5 Uhr hereinkommt, aber ist noch weit außer Schussweite. Reichweite. Kommt jetzt hinter uns herein. Passt mal auf. Checkt mal bitte jeder rein. Seine 6. Christa, kommunizieren ein bisschen, wenn du was siehst. Oh, jetzt noch rechts. Hier kommt eine Hurry, nee, das Bit direkt vor mir rein, mal gucken. Hurry hängt an mir, links hier. Bisschen wackeln. Ja, schießt was. Dann kommt Jäger schon gleich. Ja, Spitty hängt an einer 110. Also, Spitty hängt noch immer, aufpassen. Gut, Spitty ist weg. Ja. Du hast eine G50 dabei. Ja, Vorsicht. Meld jetzt mal den Jägern vorsichtshalber, Karaya. Hab ich schon gesagt. Alles klar, wissen wir. Gut, ja, wir korrigieren über Lisa Richtung Le Havre. Bleibt alle schnell und ja, ich bin hier mittendrin im Burg. Einfach bei 110ern bleiben. Ich sehe drei vor mir, die hinter mir liegen. Ah, warte mal, ich bin gerade dran. Die Jäger sind gut dabei. Naja, na, ich glaube, die haben da ganz Spaß. Das sollten sie auch haben. Aber Ziel haben wir nicht zerstört, ne? Nee, leider nicht. Nee. So, Kurs 060 liegt an, ich fliege noch immer mit Vollgas, wir können dann in ein paar Minuten reduzieren. Ja, 410 zähle ich hier. Wir lassen uns doch ruhig wieder rankommen, Karai, es kommt da nichts, oder? Ich sehe noch einen Feindflieger an der Küste hinter der hintersten 110.
Was? Geh mal runter auf 1-0, Karaja, ja, bitte. Okay. Reduziere auf 1-0. 1-0, 10 Uhr. Andere 110 bekommt 600 Bit abgeschlagen von der Hauptprobe, da hat eine 600 Bit. Ja, das ist die 110, die ich meine. Die hinterste 110 Bit. Die Hauptprobe. Hat eine Hurricane. Wer ist denn der letzte? Müsste Freiheit sein. Nee, ich noch wird beschossen. 110 jetzt, die links und rechts. Die 110 macht jetzt aber langsam. Aber ehrlich gesagt, hier mit der Geschwindigkeit runterzugehen, bringt nur den ganzen Rest jetzt auch noch zusätzlich in Gefahr. Nee, Unsinn, es passt schon. Wir sind doch hier, wenn jetzt hier von vorne eine kommt, da ist kein Jäger dabei. Also das heißt... 110 ist frei. Sag ich mal danke und ich habe keinen Treffer gekriegt. Ja, schön. Super, genau. Also ihr seid jetzt einen Kilometer vor mir, Karaja. Wenn wir nicht auseinanderreißen wollen, ist das schon okay mit dem Runtergehen. Karaja ist die ganze Zeit schon untergegangen. Ihr müsst da 1-1, 1-1, ja. Halb 10, halb 11, Popic. Ich bin hinten auf 1-2-5. Ja, du kannst die Automatik reinwerfen, Vollgas. Ja, hab ich. Hast du einen am Boden erwischt? Ich habe für die Speedy nur 0,62 bekommen. Ja, das sah geil aus übrigens, der Flügel abgefossen. Ja, die ist mir schön durchs Visier geflogen, da habe ich nur abdrücken müssen. Ja. So lange hat die Luftschlacht um England nicht gedauert. Ja, das stimmt. Wir was gelernt haben, oder wie meinst du? Zwei Kontakte unter uns, 11 Uhr. Ich weiß nicht, ob das diesen wie gemeldet wurden, aber gehen relativ nah von Karaja. Victor. 11 Uhr. Ich kann noch nicht sagen, was es ist. Kannst du mal melden. Melden. Das ist Gotha und da kommt uns entgegen. Ja, Victor, es ist Gotha anscheinend mit seinem roten Flieger. Okay, ich korrigiere noch etwas über Rolf. Leistung ist 115, ups, Viertel ja, vor 11. Sind's. Habe ich doch gerade gesagt. Du musst voraussichtlich, oder? Und ich wollte es bestätigen. Du passt lieber auf, dass du mir nicht das Heck hier wegrasierst. Welcher Karte? Wann habe ich dich schon mal gerammt? Ah, Flugfeld auf der 11 Uhr, da korrigiere ich doch gleich drauf. Gehen wir gleich volles Karacho drauf. Ja, jetzt ganz oh, rechts der Stress. Bei Karaja. Leistung 1, 2, Viertel vor 11. Wieder rechts und links wie gehabt, gell? Jo. Jetzt wirst du mal eine Trompete haben. So, Automatik Pitch hinein. Was kriegen wir jetzt kaputt mit den Kanonen? Die Häuser nicht? Die Geschwaderdackel. Da die ganz Flugzeuge, die unten sind, da sind Flugzeugmaffrauen. Müssten auf beiden Seiten meines Wissens ein, zwei oder ein paar Flugzeuge wieder über sein. Diese? Jo, so wie gehabt. Autopitch an. Ja, Autopitch und Vollgas rein. Ich drücke an. Nicht ganz so schnell Karaja, dann kann man noch ein bisschen besser zielen. Ach du je. Nee, es wäre schön, wenn wir das jetzt erwischen würden übrigens. Okay, erste Staffel geht wieder, also erster Schwarm geht wieder auf die rechte Seite, zweiter auf die linke. Also ich sehe keine Kontakte im Moment in der Luft. Ja, kann sein, dass am Ende ich sehe einen auf 10 Uhr, geht gerade steil hoch bei den Wolken, wenn ihr schaut. Okay, ja, bin ich blind. Dann melde ihn. Das war der erste Hangar, war nicht getroffen. Aber da sind einige. Wenn da unten einer steht und links sind auch Bomber. Vor den Hangarn sind Bomber. Ja, Victor, die werde ich angehen. In die, du die rechts, gell? Also die anderen links, meine ich. Ja, versuchen wir die links da wegzukriegen. Ja, gehen auf die Bomber. Links geht Bomber. War's das? Ja, von der Nebel zu. Ja. Was, gell? Modellierer 110er. Über Lisa wieder auf nur 60. Ab nach Hause mit euch. Flak-Treffer, bin rot. Spitfire. Motion halten. Oh. Wahrscheinlich Falkberg. Über Lisa. 6 Uhr, ja. War die am Platz oder ist die in der Luft? Ja, nee, am Platz wahrscheinlich. Okay, reduziere Leistung 1,5. Bleibt alle dran, bitte. Schwarm. 1,5, Viertel vor 11. Wow, das war knapp. Das waren die 109er.
Ich hänge am Karaja 500 Liter dahinter. Hat über eine Flakstellung drüber. Spitfire 4 Uhr. 4 Uhr müsste eine in der Luft sein, Karaja. Ich sehe derweil noch nichts. Ich sehe auf der 4 Uhr eine 109. Ja, ich sehe auch noch eine nahe 109. Wenn der Gunner was meldet, dann wird auch eine sein. Vorsicht. Einzelkontakt, 4 Uhr. 7 Uhr jetzt gemeldet. Ist aber unten auf dem Platz, aber ist nicht gar noch nicht. Ja, da steht AK-3 Spitfire 100 Meter, die wird am Boden auf dem Platz stehen. Aber die Cats müsste in der Luft gewesen sein, wenn die auf dem seiner 4 Uhr zu dem Zeitpunkt war. Schön, schön, schön. Tüte, wie sieht's aus? Kannst du die noch in der Luft halten? Und wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man den Abwehrkreis. Freiheit, du bist dran. Ich bin, ja, ich bin dran, aber ich bin hier der Letzte im Moment. Tüte? Aber meine 6 ist frei. Ja, bin ein bisschen weiter, so 400 Meter. Schwerverwundet? Leistung 1-1. Oh, ich kann aber sehen. Maschine? Alles schick. Okay. Reduzierung Leistung 1-1, halb 11 Propeller Pitch. Also ich kann noch keinen Blutfluss an der Maschine tropfen sehen, Tüte. Ja. Bitte wiederholen? Ich kann noch keinen Blutfluss an der Maschine tropfen sehen. Ja, das dauert noch eine Weile, ne? Die Kabine ist ja dicht, ne? Das wird doch auch fein zerstäubt, wenn dann müsstest du so eine... Naja. Mein Blut ist nicht so dick, nicht so dünne, dass es zerstäubt wird. Das fällt in dicken Klumpen raus. In dicken Haribo-Klumpen. Ist doch die Winterkarte, das gefrierte Feuer. Engländer. Oder Franzosen. Oder Delfin. Das Bodenziel in der nächsten Bucht, kriegen wir das nicht auch kaputt? Das ist keins. Das mit dem Wasserflugzeug, genau? Das ist kein offizielles Ziel, da ist nur mörderisch viel Flak. Genau. Okay. Ich würde sagen, also mehr Glück können wir eigentlich nicht haben, oder? Als zwei Anflüge auf Crepon und das zu überstehen. Ja, ich bin ziemlich überrascht, dass jetzt überhaupt keine Gegenwehr in der Luft war. Die letzten beiden 110 noch wieder ausschließen. Nee, damit werden die nicht gerechnet haben. Ich meine ja, das war witzig, wenn du innerhalb von, naja, nicht mal mehr 10 Minuten auf einmal zweimal 110er reinstürzen in solchen Mengen. Wir können ja mal auf Octave noch ein bisschen, ja. Jetzt gleich mal einmal drüber, dann sind alle weg. Ja. Einzelkontakt auf unserer 2 Uhr geht auf 3 Uhr leicht erhöht, eine mittlere Entfernung. Victor. Nicht nach. Das ist eine Feindmaschine. Kranfrage Leistung. 1-1. Jetzt passiert sie gerade die 3 Uhr bei uns. Wollen wir mal über Lisa gehen, dass die Jäger besser rankommen, weil die Jäger sind alle links von uns. Uns überfliegt gerade vorne einer, sehr gut. Leistung reduzieren 1-1, Viertel vor 11. Hinten. 115. Was ich? Abwehrkreis? Ich hab keine Ahnung. Kannst du den im Auge behalten, Karaja? Nicht, dass der hinten auf 110er geht. Ich sehe ihn jetzt nicht mal, weil ich dort genau die Sonne jetzt im Blickfeld habe, praktisch. Siehst du ihn, Chris? Die Hurry oder Split, was immer das war? Das war glaube ich eine Split. Ich suche die ganze Zeit, gell, aber... Okay. 6 Uhr gemeldet. Muss so erhöht sein, ein bisschen. Das Problem ist, meine Grafik ist für den Arsch. Ich kann kaum was unterscheiden. Ja, klar. Ist egal. Wenn du einen Punkt siehst, sag Achtung. Jetzt hoffentlich der Engländer weißt der Grafik. Weißt du, wie viele Punkte hier am Himmel sind? Deutscher Leuchtspur. Meine Auflösung kommst du nicht. Ja, wir haben eine Speedy dran. An der hintersten 110. Jetzt Abwehrkreis rechts. Über Rolf. Sag das den Jägern. Boah, dreht er ab. Krasser, enger Kreis, ne? Die ist jetzt auf unserer 2 Uhr wieder aber eh schon angegangen. Ja, Achtung, die dritte vom ersten Schwarm hängt irgendwo, wo ich sie nicht sehen kann. Also Spitfire voraus, gell?
bin der Treffer. Karaya hat sie gleich abgeschossen. Schön. Jawohl, Wasser und Öl, da brauchen wir immer hinterher eigentlich Karaya. Nee, das war's. Denk dran, da hängen alle bei dir dran im Moment bei deinen Manövern, die du hier gerade durchziehst. Ja, das hoffe ich. Die Onozernos sollten eigentlich schwarz sein. An. Ja, ich habe es. Bitte. Bitte sammeln. Bitte sammeln und zurückgehen. Da, leider sind bestimmt 15 schwarze Punkte. 1-0 hinten. Wer schießt denn jetzt? Ich erlaube mir mal ein bisschen MG. Die arme Sau da vorne. Die brennt schon. Sonst will ich in dem Video sehen, oh, Pilot Kill. 610er hinterher hängt. Vollpower. So, Onozernos sammeln, bitte. Und zurück. Hinten Autopitch 1-2. Sehr schön, muss ich sagen. 1-1 und 11 Uhr Propeller Pitch. Kurs 060. 11 Uhr 1-1 für mich. Da hat er durch auch noch seine Finger dran gehabt. Gibt's ja nicht. Der hat extra noch vor seiner zweiten Reihe. Hat er die ja, ich hab da die Tracer an mir vorbeifliegen gesehen. Das kann nur die. Erst die 20er, ja. Das kann nur dieser flugunfähige Vogel gewesen sein. So, dann. Ach, die Kabine. Kabine abwerfen. 500, circa. Wie weit? 500 Meter. 500, oh, dann geht man noch ein bisschen langsamer fahren. Kabine. Ja, genau, mir auch. Oh, da kam gerade der MG geworfen. Der hat noch Kopf gekriegt, ne? Ja, der Funkkampf. Kabine. Ja, Achtung. Alles raus, Karaja, alles raus. Bereit machen. Ich weiß nicht, wie. Kabine aufmachen. Los, Kabine ist abgesprengt. Wartet noch. Wartet noch. Kabine ist weg. Oh, bereit. Bereit. Oh. Jetzt zähl runter, Karaja. Also ja, wieder zählt jetzt gleich. Wir sind dran. 3, 2, 1, los. Kann man hier nicht Game of Screenshots machen? Ja. Los. Auf Druck. Also 3, 2, 1, los. Abspringen. Was ist da? Hallo. Absprung oder was? Ja, schon längst. Absprung. Ich spreche, Mann. Steuerung E, Feuersteuerung J. Steuerung E. Oh, falsch, ich möchte nicht den Cats machen, nicht den Cats. Komm schon. Ach, aber Cats hat sogar noch. Cats macht noch den Cats, ich tue da noch. Ja, ich auch. Guckt euch mal die Formation da oben. Unten schlägt alles gerade ab. Ach, jetzt ist die Mission schon zu Ende. Ah, nee, da waren wir zu langsam. Schade. Ah, die 110er fliegen aber noch schön brav weiter, so wie es aussieht. Aber unten die 109er sind alle unten eingeschlagen.